Hallo meine Freunde und willkommen zu einer neuen Folge Superhot Mind Control Delete. Mein Name ist natürlich mal wieder das Bruce und das bin ich heute auch. Und dann machen wir doch direkt mal das nächste Level, ohne groß hier ein Intro zu machen. Kriegt hier der erste aufs Gesicht und der zweite auch und der dritte, der kriegt ein paar Kugeln. Nun geht's ja los hier. Wo sind die Pistole hingefallen? Habe ich die kaputt geschossen? Aber gar nicht schön. Zu weit weg? Ach komm. So, Pistole nehmen. Abfeuern. Sehr gut. Das kriegen wir auch hin. Handlungsbereit, das ist immer gut. So, und damit sind wir aber auch schon mit dem ersten Bereich hier durch. Und nimm direkt mal den Schussfluss. Warum nicht? Haben wir gerade neu bekommen? Wollen wir doch gleich mal ausprobieren, oder nicht? Oha. So. Okay. Das sind Sachen, die passieren. Okay. Okay. Das ist gar nicht mal so gut. Schade. Aber dann hat man einen Grund, warum man auf den Kopf zielen möchte. Das ist aber recht ungewöhnlich eigentlich für das Spiel, würde ich sagen. Weil tatsächlich schieße ich lieber auf den Torso, aus dem einfachen Grund, weil Torso bedeutet eher... Da treffe ich eher, weil das halt, ja, den Torso zu treffen ist halt sehr viel einfacher als den Kopf zu treffen und diese Fähigkeit, dieser Hack fördert halt das auf den Kopf schießen und dementsprechend. Und in diesem Fall hat es sogar richtig gut geklappt. Ist natürlich eine Sache, die interessant ist. Wenn eine Kugel... Ja, gut. Ich weiß, man weiß halt immer nicht, ob man noch einen Katana bekommt. Ne? Das ist halt die Sache, weil die... Das ist unpraktisch. Das ist äußerst unpraktisch. Gut, dass ich die Ladenfähigkeit habe, weil dann explodiert er nämlich nicht direkt neben mir, sondern dann konnte ich mich nochmal so ein bisschen aus der Affäre ziehen. Genau. Ja, es ist, wie gesagt, es ist äußerst schwierig, den Kopf zu treffen, weil die Gegner bewegen sich ja auch gerne mal ein bisschen. Oh Gott. Oh no. Das ist gar nicht mal so gut. So, dann machen wir jetzt mal das und schießen wir mal so drauf. Ah. Diesmal habe ich den Kopf aus Versehen getroffen. So, ich bin handlungsbereit. Nimm mal dann direkt die nächste Waffe hier auf. Wow. Ich schaffe es nicht, mit der Schrotflinte jemanden zu treffen. Das ist ja äußerst angenehm. Mal die Diskette hier mit. Kann man sehr gut Leute one-shotten. So, letzteres Level. Ich möchte bitte zu dem hier, der mich vor dem hier schützen kann. Ja, das passiert. Das ist passiert, okay. Ja. Das ist manchmal. Ah, Mist. Oh, keine Munition mehr. Das ist auch gar nicht mal so praktisch. Oh. Dann machen wir das mal so, ne? Schrotflinte. Immer gern gesehen. So. Die Geschichte funktioniert wieder. Sehr gut. Werfen wir das mal weg. Nehmen wir die auf und Schuss. Ja, wenn man Glück hat,
wird das ein Kopfschuss, aber wenn man Pech hat, halt nicht. Mal gut. Ist jetzt auch gar nicht so schlimm gewesen. Mensch, wir kommen ja hier sehr, sehr gut durch. So, Berserker-Hack. Na gut, wir gucken jetzt mal Ninja 2.mem an. Bester im Katana-Modus. Wenn mein Arm geheilt ist, zocke ich wie verrückt. Wenigstens wird der Arsch dafür büßen. Er verdient den Knast. Oder ein Messer in den Bauch. Okay. Interessante Einblicke hier. So, wir gucken uns jetzt mal Berserker.hack an und gucken mal, was wir damit falsch halten. Man kann im Nahkampf nicht beschädigt werden. Heißt... Er sticht sie. Das heißt also BAM. Und dann könnte ich quasi die Dudes auch im Nahkampf umhauen. Ist natürlich auch eine Möglichkeit. So, wir gucken uns jetzt aber Knoten 5D an und gehen direkt mal in die Korridore und hauen dem mal ein paar rein. Und dem auch. Und die Schrotflinte, die nehmen wir mit. Schießen einmal nach da. Schießen einmal nach da. Ah, okay. Hauen wir das mal ins Sicht und so, versuchen wir das zu blocken. Ja, manchmal geht das auch schnell. So, Berserker.hack und Ablenk.hack. Wir machen mal Berserker. Vielleicht wird das ja nochmal nützlich. Mensch, meine Güte. Wow. Da hast du so. Okay. Also man hat so einen kleinen kurzen. So ein kleines kurzes Aufleuchten, während man nicht beschädigt werden kann, was sehr, sehr praktisch ist. So. Weil dann weiß man wenigstens Bescheid, wann man nicht. Wenn man nicht verwundbar ist. Das ist natürlich ein sehr, sehr guter Punkt bei der Geschichte. Ja, wenn man die ganze Zeit im Nahkampf ist, dann kann man quasi so seine Zeit, wo man überhaupt verwundbar ist, sehr, sehr reduzieren, nicht wahr? So, noch eine Tasse am Kopf. Und noch eine Tasse am Kopf. Und jetzt nochmal eine Stange am Kopf. Wow. So, wie machen wir das jetzt am besten? Ich würde sagen, ich hau ihm ein paar rein und dann nehmen wir das Teil hier und hauen ihn mal weg und... Sehr gut, hauen das mal weg und hauen ihn mal weg. Wow. So, was haben wir denn hier noch? Kugelpeilen von Wänden auf die Gegner ab. Ja, aber gerne doch. Das nehme ich doch gern. So, Server. Ja, okay. Huch. Ich wollte noch gar nicht schießen. Wow. Gut, dass ich es doch getan habe. Aha. Ja, ja, komm. Ja, ich weiß gar nicht, wie das jetzt ist mit von den Wänden abprallen, aber ich sag mal, mit einem leeren Magazin geht schlecht. Das ist wohl wahr. Oh, ich hab aus Versehen auch wieder getroffen. Oh. Nein. Wow. Was ein cooles Ende eigentlich. So, und auf zur Kapelle. Das ist das letzte Level. Ja, geht mal her. Ganz praktischer Stuff. Was ist die Kapelle? Wo ist denn hier die... Wo wird denn die Kapelle? Hoppala. Ja. Ach ja, stimmt. Die prallen ja ab. Mensch. Ja, ganz vergessen, dass die abprallen, die Geschosse. Darum, das war
Nur so. Ja, okay. Vorsicht geboten jetzt. Wenn ich Glück habe. Wow. Okay. Es hätte jetzt schwierig werden können, aber nö. Super. Es war natürlich super, genau. So ist es. Ach Mensch. Killladen, okay. Such 3 Punkte mappen. Gucken wir uns das doch mal an. Deine Warnungen sind mir egal. Ich höre auf keinen Fall auf dich. Ich will spielen und das werde ich. Okay. Ja, ich meine. Killladen.tech. So, vielleicht lese ich mir diesmal vorher durch, bevor ich weiterklicke. Das Töten eines Gegners ermöglicht einen sofortigen zweiten Schuss. Okay. Wow. Oh, schön, dass es geklappt hat. Wow, das ist eine coole Sache. Das ist eine richtig coole Sache. Also, das nehme ich gerne mit. Tatsächlich. So, verschlüsselt Hund. Mhm. Gucken wir uns das mal an. Schon wieder so ein bisschen. Stimmt, verschlüsselt. Hatte ich das jetzt gerade richtig? Okay. Okay. Knoten 6. Na, da bin ich jetzt ja mal gespannt, was das zu bedeuten hatte gerade. Wir nehmen natürlich wieder Laden und... Oh Gott, das ist ein langes... Das ist eine lange Geschichte. Okay. Gut, nehmen wir das nochmal mit. Bewegt er sich? Ja, ein Stück, ne? Habe ich ihn getroffen? Nee. Okay. Was ist... Uiuiuiui. Oh. Das hat mich gerade etwas überrascht, dass das Teil in alle... Okay. Ich weiß gerade nicht, was mir das sagen soll. Ich könnte mir vorstellen, dass er irgendwie... Wow! Oh, okay. Eieiei. Ist der unverwundbar oder wie ist das? Eieiei. Ich mach mal direkt mal Kill laden, weil das fand ich ganz gut. Ausgrabung, okay. Werfe ich mal das zuerst runter. Okay. Ja, komm. Mach mal so. Och, nee. So. Sehr gut. Machen wir mal um den Dude hier. Sehr gut. So, also ich weiß noch nicht, was das mit dem Hund auf sich hat. Korridore, okay. Okay. Ha. Wundervoll. Ah, ich mag das. Das ist tatsächlich eine Sache, die finde ich ziemlich cool. Und dieses Killladen ist das coolste überhaupt. Davon mal abgesehen. Wenn man dann trifft, nicht wahr? Das ist die Voraussetzung. Okay.
Super. Ah, das ging doch auch ganz gut. So, was ist das hier? Strittkatana oder Schussfluss? Ich nehme an, das Startkatana. Das ist eigentlich ganz praktisch. Okay. Werfen wir das mit. Zack. Ah ja, okay. Da sind ein paar Teile, die explodieren können. Keine Munition mehr, okay. Von wo? Ja. Hab ich mir gedacht. Na komm, schieß noch mal. Okay. So. Oh, bei dem ist das nicht so gut. Mhm. Okay. Super. Gut, alles klar. Mensch. Kanalisation. Weiter geht's. Okay. Was hat er hier? Nichts. Okay. Gut. Dann würde ich mal... Ah, Mist. Ich dachte, ich kann dadurch... okay. Na. Magazin leer. Wow. Komm mal her hier. Ich brauch mal deine Knarre. Ah, Mist. Hat es natürlich abgewehrt, aber na gut. Ins Bein schießen geht immer. Weiß man ja auch von anderen Spielen. Immer ins Knie. Immer ins Knie. Wenn man irgendwas ins Knie bekommt, ist man kampfunfähig. Ist einfach so. Ist einfach ein Gesetz. Zack. Kann ich auch hier rüberspringen einmal. Wow. Ja, komm. Na, hat er nicht ganz hinbekommen. Mach ich das jetzt so. Sollte ich ja... Boah. Okay. Wow. Okay. Vielleicht kann man das so machen. Yeah, cool. War auch ein guter Plan, das Teil abzuschießen, damit die aufs Maul bekommen. So, wir werfen einmal das Katana nach und da. Nehmen ein Shuriken zur Hand. Werfen die auch mal so. Hier hängen noch ein paar Messer an der Wand. Auch äußerst praktisch. Gut, okay. Das kann man natürlich auch werfen. Das geht. Na komm, noch eine Shuriken. Zack. Zu ihm gehen wir auf diese Weise. Und dann können wir... Ja. Wow. Mensch, das war knapp. Der hätte mich eigentlich treffen müssen, aber okay. Ich bin ganz froh, dass das nicht so ist. Schussfluss. Schläge haben mehr Kraft. Ja, wir machen Schussfluss, weil es kommt nicht sehr oft vor, dass ich schlage. Deswegen... Lauf doch nicht weg. Da läuft er weg. Was ist denn los? Okay. So, dann gucke ich mal, zu wem wir jetzt als nächstes springen. Wie das mit ihm hier. Bitte was? Was denn jetzt? Hm.
steht jemand. Gut. Da steht auch jemand. Oder kommt jemand gelaufen? Ha! Wieder sehr gut durchdacht, dass ich dieses rote etwas da anschieße. Okay, Tankstelle. Ich muss jetzt darauf achten, dass ich jetzt wirklich gute Entscheidungen treffe. Ach Gott, da steht sogar was am Boden? Ui. Das finde ich ja gar nicht cool. So, okay. Also die Teile können auch auf dem Boden sitzen. Das bedeutet, ich muss mich noch mehr mit dem Kram beschäftigen. Okay. Wow. So. Ein bisschen weglaufen, glaube ich. Weil... Ich weiß immer noch nicht, was es mit diesem Hund auf sich hat, aber ich finde das irgendwie nicht so gut. Ach, okay. Tja, da muss ich das wohl nochmal machen. Ach, Mensch. Schade eigentlich. Ich dachte eigentlich, dass wir das hinbekommen. Aber ich weiß auch nicht, wie ich den Hund trigger. Ob das irgendwie was mit der Zeit zu tun hat oder irgendwas anderes. Vielleicht bin ich zu nah an diesen piependen Dingern bin. Ich habe keine Ahnung. Aber er ist auf jeden Fall, naja, durchschlagen Gegner, finde ich ganz gut. Er ist auf jeden Fall offenbar unverwundbar, was ich nicht sehr nett finde. So. Ich hätte ja gern diesen... Ich meine, ich habe jetzt Durchschuss, aber ich hätte auch gern dieses... Schnellladen, das wäre... Also Schnellladen fand ich bisher immer sehr, sehr angenehm. Ziehen leer. Ach, sehr schön. Gib mal her. So. Sollte jetzt auch der letzte sein, ne? Genau, okay. So, weiter geht's. Ab in die Werkstatt. Und dann gucken wir auch hier nochmal. Ah. Wie praktisch, dass ich nicht treffe. Yes. Oder? War das überhaupt... Also überhaupt das, was ich gedacht habe? Ich glaube nicht. So, gib her. Das passt auch sehr gut. Gib mal her. Genau. So, sehr praktisch, wenn wir da so stehen. Wundervoll. Mensch, das ging ja gut. So, Kugeln, Querschläger... Mehr Munition ist ganz praktisch. So, Dojo. Ach so, okay. Gut. Machen wir das so. Zu weit weg, zu weit weg. Jetzt. Okay. Zack. Wieder handlungsbereit, sehr gut. Hast du mich denn nicht getroffen, Dude, ey? Ich meine nicht, dass ich das schlimm finde oder so, aber... Wow. Au. Wie hast du mich denn getroffen, Dude? Okay. Sehr gut. Na gut, okay.
Es kommen ja noch ein paar Hacks. Ist bestimmt noch einer mit bei, wo ich mich auch... war nicht die beste Idee, aber... hat doch geklappt. So. Na, wo ist denn jetzt noch der nächste hier? Aha. So. Jetzt mal die Teile da wegmachen. Nee, das hat definitiv nicht damit zu tun, wann dieser sogenannte Hund kommt. Ich weiß es nicht. Okay, da ist er. Offenbar. Ja, ich weiß auch nicht, wo jetzt noch die anderen Gegner sind. Ja. Das ist doch voll nervig. So, okay. Handlungsbereit. Jetzt ist die Frage, wo sind die restlichen Gegner? Mach schnell jetzt hier, Mensch. Oh, ein Glück, ey. Meine Güte. Dieser Hund ist echt nervig. Oh Gott. Mhm. Ich mach mal nachladen. Weil... das ist, glaube ich, das Sinnvollste jetzt gerade. Wenn ich mich schon nicht heilen kann. So, ja, jetzt gib halt her. Wie wäre es damit? Ganz okay. Auch ganz okay. Da geht's auch nochmal lang. Und der kriegt das an den Kopf. Weil dann kann ich irgendwie... Achso, ja, stimmt. Er gibt mir seine Waffe, von daher. Mhm. So. Gib mal deine her. Zack, so. Next. Weiter, weiter, weiter. Plattform. Oh. Doofe Situation. Okay. Handlungsbereit. Machen wir mal das. Okay. Ich meine, ich habe die Theorie, dass der vielleicht kommt, wenn ich eine Zeit lang keine Gegner töte oder so. Das könnte ich mir zumindest vorstellen, dass das irgendwie so eine Sache ist. Okay. Aber vielleicht ist es auch, wenn ich die Superschlag... Ja, ich beginne jedes Level mit einem Katana, wenn ich mich schon nicht heilen kann. Ah, das ist schwierig. Es kommen noch 3 Level. Okay. Ja, komm her. So. Vielleicht liegt es auch irgendwie an diesen Dingern oder so. Ich weiß es nicht. Das ist schlecht. Ja, hat funktioniert. Besser als ich erst geplant habe. Ja. Nee. Sehr gut. Double Kill. So, wo kommt der nächste? Da oben. Auch kein Problem. So, damit haben wir auch das fertig. So, Gefängnis. Das ist der nächste Punkt. Zack. Ah, ich überlege gerade. Zack. Zack. Okay. Wow. Mein Geist war so verkehrt. Ah, Mist. Ja, nee, das war... Wie kommen wir denn da jetzt am besten lang? Ah. Ja, okay. Es hat geklappt.
Das nicht. Das ist nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Bleib stehen. So. Und hier auch noch. Dann dachte ich, das wäre der letzte, aber... Ich hab mich... Oh no. Oh mein Gott, war das knapp. War das... Das ist so viel Glück gewesen, dass das gerade... Ja, komm, hier heilen. Das war so viel Glück, dass das gerade geklappt hat. Uiuiuiuiuiui. Ich bin schon fast schlecht, dass das geklappt hat. Machen wir das so. Werfen das mal da so lang. Ja, sehr gut. Hat geklappt. Wo ist der nächste? Wow. Einfach so hinter mir gespawnt. Okay. Auch das. Okay. Das. Und auch den. Yeah. Sehr schön. Wir haben das Level geschafft. Super. Ja, genau. Und wow. Also, ich muss echt sagen, der Hund ist echt ein bisschen scary, würde ich sagen. Weil, keine Ahnung, man kann ihn nicht töten. Das ist immer ein Faktor, den ich sehr, sehr schwierig finde. Hund 4.man. Headset, Befehl, gehorchen, töten, Liebe, Befehl, töten, Futter, gehorchen, kein Headset, kalt, leer, wo herrschen. Woherrchen, achso. Woherrschen, ja. Genau. Heute kann ich auch nicht mehr lesen. So, und Todes.hack, das gucken wir uns natürlich auch nochmal an. Wenn wir jetzt schon dabei sind, gucken wir uns an, was das... Angesprungene Gegner brechen auseinander. Ah, okay. Also quasi, wenn man springt und dann... Okay. Todesstampfer. Nee. Hä? Ich glaube, das war gerade nicht richtig. Todesstampfer. Okay. Ich weiß gerade nicht, wie... Super. Okay, alles klar. Also, man muss die wirklich sehr, sehr genau anspringen. Gut, ob ich das nun unbedingt, ne, aber okay, naja. Wir gucken mal, was Knoten 6b bringt, aber leider erst in der nächsten Folge. Das heißt, mit anderen Worten, ich wünsche euch einen traumhaften Tag, Abend oder wann auch immer ihr das schaut. Lasst gerne ein Like da, wenn euch das hier gefällt. Lasst gerne ein Abo da, damit ihr keine folgenden Folgen verpasst. Und es verfolgen könnt. Und bis zum nächsten Mal.